So, auf in Runde 2. Nee, da muss man wirklich tatsächlich durch nochmal. Also, das war. Wir holen nochmal eben hier. Schwören wir schon mal, weil dann kann ich mir die Sprüche nämlich gleich sparen. Mächtigen Untoten erschaffen. Und dann werde ich mich nur auf die beiden, auf Querver und Xavier konzentrieren, die beiden Zauberklassen. Weil die ersten zwei Runden sind tatsächlich nur Kampf. Puh, drei Runden müssen wir durchstehen. Die zweite ist halt, man sieht schon, dann die schlimmste. So viele kleine Abbilder. Weil man nur ein Ziel hat, ist das was ganz anderes. So. Du machst mal bitte den hier. Und gehst nach hinten. Einmal nach hinten mit dir. Aber so, dass ich noch was sehe. Also am besten hier so hin. Und dann. Magisches Geschoss. Wir müssen die großen Zauber gleich für gleich aufheben. Deswegen muss ich nämlich eben erstmal mich über den kleinen konzentrieren. Ja. Bevor wenn die ganzen Kleinen kommen, ich will dich nämlich nicht, will ich die ganzen Materiekenschwärme und sowas nämlich noch machen. Und tschüss. Das Echo. Die Stadt! Oh. Oh, sagt genau das Richtige. So, stopp. Einmal hier hinten hin und. Wen habe ich angewählt? Ach, ich bin wieder ich. Da. So, du. Du willst ihn an und. Mächtiger Geschosshagel. Und erst wenn die alle ein bisschen auf so einem Haufen sitzen, so wie jetzt, machen wir den Meteoritenschwarm auf Kreatur. Und ein Meteoritenschwarm auf einen Ort. Hier so. Gib ihm. Es ist mir so egal. Rein da. Wir müssen Leute kaputt machen. So, pausiert. Wo ist meine Heiltante? Da, Heilung. Du musst mal eben bitte einmal Heilung auf Hermann. Fürst der Stadt denn hier? Geschosshagel. Eben, wir müssen so viele wie möglich töten. Meteoritenschwarm Ort. Und gib ihm Feuer frei. Noch ein. Nein, 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 nein. Sonnenstrahl hier einmal rein. Oh, hauer, hauer, hauer. Wir müssen einmal Auferstehung bitte für Quermer. Das ist echt übel. So, und hier. Meteoritenschwarm selbst. Ich hoffe jetzt, das sind so viele. Wie soll das denn funktionieren? Nein, nur noch fehlgeschlagen, Geschosshagel. Kasavir, greifst du auch mal an, bitte? Warte. Fehl senden. Angreifen. Und nicht nur so rumstehen. So, hier. Einmal bitte alles Mögliche umbringen. Und das war's. Spielladen. Nein. Das sind zu viele auf einmal. Es wird das Spiel wahrscheinlich daran scheitern,
dass ich es nicht schaffe. In den Kampf. Weil da zu viele auf einmal sind. So. Erstmal ein paar Chips essen. So, jetzt muss ich mal einmal ganz kurz nochmal lesen. Wirke und seine Verbündeten gegen negative Energien. Oh ja, den muss ich ganz häufig versuchen. Halt den Wirkung seiner Verbündeten von allen negativen Effekten, insbesondere für eine schnelle Regeneration. Muss ich auch öfters benutzen. Okay, ich muss die wirklich alle auf einmal benutzen. Was kann das von Emmon Jero? Emmon Jero hat ja auch so ein Ding. Da guck ich später. Ich probiere das jetzt noch einmal. Das Problem ist, dass diese blöden Statuen alle so weit weg sind. Ich werde auch die Sachen erst nutzen, wenn die zweite Runde anbricht. So, und Befehl senden. Angreifen. Alle. Geht doch. So, dann guck doch mal, was macht denn deine. Ne, hier. Netz der Reinheit. Ach, da unten ist das schon. Oh, ich bin so blöd. Egal. Alle Untoten extra im Umkreis von. Ach so, okay. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch gleich mal. Das machen wir nicht so. Geht doch. Darf ich jetzt zwischenspeichern? War es das da? Nicht, was ich erwartet hätte. Das echt. Oh oh. So, oh oh, haben wir. So, Armangero. Netz der Reine. Nee, Quatsch. Ja, das. Einmal schützen alle. Achso. Erstmal Befehl senden. Nächstes Ziel angreifen. Und dann. Das hier ist besänftigendes Licht. Das geht. Dann Aurora Blitz. Und Leiterne Nova. So, und du kriegst jetzt das Netz, das du machen sollst. Wisst, dass ich der Heilung bedarf, dann heile dich doch. Dann machen wir da mal Massenheilung. Und dann darfst du als nächstes Auferstehung wirken, weil Querwall gestorben ist. So, den Aurora-Blitz machen wir wieder voll und den wirken wir auch gleich wieder. Was macht Aurora-Blitz noch? Verleiht den Waffen mit 5 Runden lang jeweils 4 Zauberstufen und. Achso, ja, okay. Und das war glänzender Wegweiser. Ist wahrscheinlich das glänzende Schild. Für
Förster Schatten, dann greife ich mal an. Querber lebt wieder. Darf wieder mit angreifen. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen besser dastehen. Oh ja, 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 ja. Ich kann gleich noch zweimal angreifen. Jetzt hat die Massenheilung. Massenheilung. Sehr schön. Nochmal. Bitte lass es jetzt schaffen. Ich möchte. Nein, da kommt noch mehr. Geh mal weg hier, geh weg, 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 geh weg. Jetzt kommt diese kritische Phase. Wegweiser, was wird. Da. Ein Schild, der Schild. Der Schild ist gut, der schützt nämlich so schön vor Energie. Heilung und Sonnenstrahl. Meteoritenschwarm. Das Einzige, was jetzt noch hilft in der Situation für dich. Hört auf! Hört auf! Oh, scheiße, die ist hinüber. Aber ich brauche Querber halt. Also das Schild nochmal wirken. Ach, ich brauche noch einen Zepter der Auferstehung, das ist gut. Das nutzen wir mal eben für Amanjero. Du haust da noch mal eben so ein hier so ein Meteoritenschwamm rein. Ich bin schon ein bisschen besser. Hau ihn da rein. Auf sie, das ist ja übel. Wie viele habe ich denn hier noch? Oh, shit, hier. Was ist das hier? Aurora Blitz, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von denen noch. Wie soll ich das denn? 9. Ganz ehrlich, das ist doch. Da hinten steht auch noch einer. Da sind noch 10 Stück von denen auf dem Feld. Also erstmal eine Massenheilung. So, und dann kann ich nur noch meinen Zepter benutzen und kann noch mal einmal Querber wieder beleben. Die auch sofort welche auf die Fresse kriegt, weil da gleich zig Millionen drauf rennen. Jo. Jo, und alle anderen sind. Jo, Zauber unterbrochen. Jo, und liegt. Jo, ist tot, super. Das Thema ist durch. Weil hier liegen immer noch so viele. Okay, es ist offiziell, das Ding werde ich nicht schaffen. Spiel ist vorbei. Feierabend, Ende.
Ende im Gelände. Wie soll man das mit noch weniger Leuten schaffen? Mann. Ich bin halt echt gut da drin, gerade merke ich. Ich mache halt einen ziemlichen Fehler. Das Problem ist, ich sitze halt einfach auf dem Haufen. Dann kommen so viele. Ich weiß halt auch gar nicht, wie viele denn da noch kommen. Ich habe auch Leute schlecht ausgerüstet. Ich habe kaum Heiltränke dabei. Das heißt, ich werde das Ding jetzt hier eigentlich beenden müssen. Ja. Mal schauen. Ich werde jetzt erstmal hier ausmachen, werde mich nochmal schlau machen, ob es da vielleicht noch einen kleinen Trick gibt für mich, wie ich da ein bisschen durchkomme. Und dann sehen wir uns nochmal. Bis dann. Gehabt euch wohl.